2. Wer ist denn der Wagen? Viermark 29. Fünf nach zehn. Bitte? 5:10. Menschen verlassen sich auf Sie, schenken Ihnen Vertrauen. Wenn Sie dieses Vertrauen missbrauchen, dann... Ist ja gut. Sehen Sie sich mal in Ruhe um, ich bin gleich wieder da. Ich will ja gar nicht zu Ihnen. Ich will zu Herrn Wilsberg, dem Detektiv. Oder ist die Hausnummer falsch? Ich bin Wilsberg. Wieso verkaufen Sie dann Briefmarken? Das ist alles so nett übersichtlich. Wissen Sie, die ganze Welt reduziert auf kleine, gezackte Vierecke. Kann ich nur empfehlen, das ist ungemein beruhigend. Schauen Sie, da kann man Tiere sammeln, Kathedralen. Sie müssen mich ernst nehmen. Und was ich sage auch, ich bin ein Klient. Entschuldigen Sie, ich habe letzte Nacht sehr wenig geschlafen. Was kann ich denn für Sie tun? Haben Sie ein Diplom? Eins? Wollen Sie sie sehen? Die Diplome hängen da links an der Säule. Ich möchte, dass gute Arbeit geleistet wird. Vielleicht sagen Sie mir erst einmal, worum es geht. Mord? Für Mord ist die Polizei zuständig. Die Polizei steckt mit drin. Wer ist ermordet worden? Karl Pobrat, mein Bruder. Und die Polizei, wieso steckt die mit drin? Es war kein Selbstmord. Ich kenne meinen Bruder. Karl war ein gläubiger Katholik. Ein Katholik bringt sich nicht um. Das ist eine Todsünde. Aber die Polizei ist der Meinung, dass es Selbstmord war. Kopfschuss mit einem Jagdgewehr. Das hätte er nicht gemacht, nicht Karl. Er war auch nicht gleich tot. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Wilma. Wilma. Wilma war seine Frau. Er hätte sie nicht heiraten dürfen. Sie ist eine Hure. Ah ja. Irgendwelche Beweise? Wenn ich Beweise hätte, wäre ich nicht hier. Wann ist es passiert? Am 25. April 1979. 79? Ja, am 25. April. Und da kommen Sie jetzt zu mir nach 16 Jahren? Also wirklich, Herr... Pobrat. Ich hätte Ihren Fall gerne übernommen, aber ich habe alle Hände voll zu tun. $500 pro Tag plus Spesen, keine Erfolgsgarantie. Ihr Risiko, wenn ich nichts rausfinde. Ich will, dass der Name meines Bruders wieder im Reinen steht. Verdammte Scheiße! Und was passiert jetzt? Ich gebe die Proben ins Labor. Und dann? Dann warten wir auf das Ergebnis. Okay, und so lange sollen die Kinder hier weiterspielen, oder was? Ich kann den Spielplatz ja nicht einfach dicht machen. So, ich denke, Sie sind im Stadtrat. Ja, schon, aber... Bei Atomanlagen, da werden ja auch Barrikaden gebaut. Da wird keiner mehr reingelassen, ja? Aber Kinder. Kinder, ob die aufpassen, das geht jetzt nicht. Das ist ja egal, die können ja noch nicht wählen, oder? Also, wenn mir das egal wäre, dann wäre ich ja nicht hier. Bitte. Sie sind auch nicht besser als die anderen. Sie stecken alle unter einer Decke. Hören Sie zu, Sie sind die Kindergärtnerin. Sie haben die Aufsichtspflicht. Und wenn Sie meinen, das nicht verantworten zu können, dann... Moment bitte. Ja? Hallo Manni, ich bin's, Georg. Sag mal, kennst du eine Familie Pobrat? Alteingesessen, Münsteraner Geldadel. Pobrat Hochtiefbau?
Ja klar, die haben halt Münzer gebaut. Alles möglich. Was? Was? Nein, abschieben. Und sie nein, das auf, weißt du, jetzt nicht. Ja, lass es mal sein hier. Ja. Bitte, Manni, jetzt hab dich nicht so. Das ist doch für dich nur ein Gang ins Rathaus. Ja, ja, ein Gang ins Rathaus. So, ihr geht jetzt bitte ins Haus, ja? Aber flott. Okay, Georg, okay, ich melde mich, ja? Ich muss mich ja schließlich mit den Eltern rumärgern und ihr redet doch nur, ihr redet, ich redet. Ich rede nicht, ich bin hier. Ich tue, was ich kann. Die Sachen gehen heute noch ins Labor. Wo waren Sie? Nere de Dinis. Waren Sie voll nicht zu Hause? Deminef de Deil Midinis. Gar nicht schlecht. Türkisch. Immer fleißig. Sogar im Dienst. Klar. Weiter so. Wie weit sind Sie mit der Oberkreuzer? Ich warte auf den Laborbefund. Wiedstock kann ich erst um 3 sprechen, der Termin mit Filber ist um 4. Gut. Ach, Beber, Ihren Antrag für den Lehrgang habe ich natürlich befürwortet. Danke. Kotzbrocken. Jetzt musst du ihm dein ganzes Leben lang dankbar sein. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz. Bir iki üç dört beş altı. Bist du verrückt? Hat Mersch mal dich gesehen? Nee, er hat mich nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Hast du Zeit für einen Kantinenkaffee? Wenn das ist, Abteilung K. Nach 16 Jahren. Ach, Baby, das ist doch für dich nur ein Gang ins Archiv. Nur weil einer nicht einsieht, dass sein Bruder sich umgebracht hat. Kein Mango. Ich weiß nicht. Pobrat war Jäger, passionierter Schütze. Naja, wenn er Jäger war, wusste doch, wie es geht. Da hat er einmal abgedrückt und war tot. Eben nicht. Sein Bruder hat gesagt, er hat noch eine halbe Stunde gelebt. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Ach du Scheiße, Merschmann. Guck nicht hin. Nimm deinen Kaffee. Ich kenne dich nicht. Herr Merschmann. Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Tür. Wer hat Ihren Passierschein abgezeichnet? Passierschein? Ist doch noch gar nichts passiert. Den Zwerg, ich warne Sie. Ihre Anwaltslizenz sind Sie schon los. Raus. Raus! Berlepsch. Roskopf und Cox, alles schön und gut. Aber für mich geht nichts über Berlepsch. Möchten Sie auch ein? Entschuldigen Sie, ich bin wirklich unmöglich. So wie Sie aussehen, essen Sie Äpfel hier nur mit Messer und Gabel. Hm? Vielleicht sagen Sie mir erst mal, was Sie überhaupt wollen. Die habe ich mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Wilsberg, Georg Wilsberg. Ich suche Frau Wilma Pobrat. Die ist nicht da. Wissen Sie, wo sie ist? Auf Teneriffa. Dann wird sie sicherlich nicht in der nächsten halben Stunde, ne? Unwahrscheinlich. Wissen Sie denn, wann sie wiederkommt? Sie legt sie nicht gerne fest. Schön, wenn man so wohnen kann. Sie sind die Tochter, nicht? Katharina Pobrat. Woher wissen Sie das? Ich bin Detektiv.
Diese Hände zum Beispiel, das sind keine Gärtnerinnenhände. Ich würde mal auf Studentin tippen. Kunst, Design, irgend sowas. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, warum Sie gekommen sind? Ich soll Ihnen einen Gruß von Ihrem Onkel ausrichten. Von wem? Onkel Hermann. Was haben Sie denn mit dem zu tun? Er hat mich engagiert. Als was? Als Pfleger? Bitte? Ach, jetzt gucken Sie mich nicht so an. Weil Hermann sitzt in der Klapse schon seit Jahren. Haben Sie das nicht gewusst? Schöner Detektiv. Kaffee? Das ist Ihr Bruder, der da so schön spielt, nicht wahr? Kennt sich ja gut aus in unserer Familie. In dem Fall war das nicht schwer. Ich habe mich gleich an den Namen erinnert. Uwe Kobrat, das Wunderkind von Münster. Hat doch diesen Musikpreis gewonnen. Ja, das ist lange her. Sie waren damals natürlich noch sehr jung. Sie haben vom Erfolg Ihres Bruders nicht viel mitbekommen. Und vom Tod Ihres Vaters auch nicht, ne? Stimmt. Scheiße! Doch gesagt, dass mein Onkel spinnt. Ja, ich glaub's Ihnen ja, aber immerhin ist er mein Auftraggeber. Er ist verrückt. 16 Jahre lang will es niemand hören und jetzt kommen Sie und spielen den großen Sherlock Holmes. Ein Kreuz. Ja. Die siebte Station. Kobrat, das ist jetzt nicht leicht für mich. Es ist ja grundsätzlich nicht so, dass ich es ablehnen würde, für psychisch Kranke zu arbeiten. Ich bin nicht krank. Sie hätten es mir wenigstens sagen sollen. Ich bin nicht krank. Herr Kobrat, ich habe mich erkundigt. Sie leiden unter Depressionen, Wahnvorstellungen und Jähzorn mit Ausbrüchen von Gewalt. Die Welt will die Wahrheit nicht hören. Das ist alles. Ja, so kann man es auch sehen. Ich mache Ihnen die Abrechnung. Ihr Guthaben bekommen Sie zurück. Na, Schmann. Sie glauben, ich bin verrückt? Aber ich weiß, warum ich zu Ihnen gekommen bin. Weil Sie nämlich ein Feind von Kommissar Merschmann sind. Was wissen Sie über Merschmann und mich? Er hat einen Demonstranten zusammengeschlagen. Und Sie haben ihn angezeigt. Seine uralte Geschichte. Aber er hat sich gerächt. Er hat Ihnen die Anwaltslizenz wegnehmen lassen. Hopp, 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 hopp. Frau Wollweber hat wieder einen Stein von mir gegessen. Mitten aus meinem Kreuz. Keine Aufregung, Herr Pobrat. Sie kriegen Ihren Stein wieder. Das Bonbon ist aber nicht gut für uns. Das ist kein Bonbon. Wenn die Inge jetzt brav ist und das Bonbon ausspuckt, das ist kein Bonbon. Dann bekommt sie zur Belohnung ein ganz schönes Eis. Warum sagen Sie nicht die Wahrheit? Ihr Stein, Herr Probert. Warum haben Sie gelogen? Was hat Merschmann mit Ihrer Sache zu tun? Merschmann hat die Ermittlungen geführt. Er hat Fakten unterschlagen. Warum? Machen Sie jetzt weiter. Scheiße! Was wollen Sie von mir? Lass die Toten ruhen! Hä? Lass
die Toten ruhen. Sie haben da was an Ihrem. Ich hab dir doch gesagt, dass er einen Helm auf hatte. Sag mir lieber, wo es zum Röntgen ging. Wie ist die Größe, die Stimme? Manni, warst du nicht als Zivi bei der Ambulanz? Ja. Wie lange ist das her? Keine Anspielung auf mein Alter, ja? Du musst mir noch einen Gefallen tun. Besuch deine alten Kollegen und find raus, wer Karl Pobrat abgeholt hat. Ja klar, vor 16 Jahren, warum auch nicht? Sanitäter transportieren keine Leichen. Karl Pobrat war nicht gleich tot. Das ist doch der Punkt. Entschuldigung, sind Sie alle zum Röntgen hier? Ja. Frau Schneidwald am Laufenring. Was machen Sie denn hier? Da habe ich doch... Also dieses Krankenhaus ist ein einziges Labyrinth für mich. Ich muss wohl irgendwie... Wissen Sie, was das Gute an Alzheimer ist? Man lernt jeden Tag neue Leute kennen. Wir machen hier keine Alzheimer-Witze. Ja, natürlich, selbstverständlich. Entschuldigung. Ich bin auch ganz durcheinander, wissen Sie. Ich war gerade auf Zimmer 306, Herr Hillerich. Da ist wohl gar nichts mehr zu machen, nein. Wir tun, was in unserer Macht steht. Ich weiß das. Ich weiß das. Dankeschön. Ich sagte, das stinkt zum Himmel. Ich meine, die genauen Ergebnisse stehen noch aus, aber eins ist jetzt schon klar. Das ganze Gelände ist total verseucht. Was mich viel mehr interessiert, was hast du über die Krankenfahrer rausgefunden? Jetzt rat mal, wer die Siedlung da gebaut hat. Deine Familie Pobrat. Ja, was soll ein Bauunternehmer schon tun? Baut eben. Aber nicht auf Giftgelände. Die müssen gewusst haben, was mit dem Boden los war. Wenn er eine Baugenehmigung hatte, er kummelt auch mit jedem, der Hillerich. Wer? Baudezernent Kurt Hillerich. Kennst du nicht, ne? Dunkle Geschäfte, aber immer weiße Weste, nie was nachzuweisen. Ich war doch heute im Krankenhaus, ne? Ach, nee. Weißt du, wer noch da war? Merschmann. Du und dein Merschmann, ich kann schon nicht mehr hören. Aber vielleicht interessiert dich, wen er besucht hat. Hillerich. Im Krankenhaus? Da ist ja vielleicht doch was dran. Wo dran? Er soll Krebs haben. Kann ich bestätigen. Rektum CA. Darmkrebs. Bist du sicher? Ich meine, warum weißt du das? Berufsgeheimnis. Aber erzähl mir lieber, was du bei deinen Kollegen von der Ambulanz rausgefunden hast. Hm. Ein Bier? Zwei. Also es waren zwei Krankenfahrer. Es sind immer zwei. Der eine ist tot. Und der andere? Wohnt jetzt in Bielefeld und heißt... Herr Ebken? Wilsberg, Georg Wilsberg. Privatdetektiv. Sieht man. Ich untersuche einen Todesfall. Liegt leider schon etwas zurück, 16 Jahre. Da war ich noch gar nicht hier. Ja, ja, genau. Es handelt sich um einen Fall in Münster. Münster? Da war ich noch jung und hübsch. Die Sache ging damals als Selbstmord durch, aber mein Klient glaubt, es war Mord. Pobrat. Der Tote hieß Karl Pobrat. Sagt mir nichts. War eine ziemlich edle Villa. Fast ein Schloss. Kopfschuss. Der Mann war Jäger. Ach. Mit so einer Geweihe an der Wand. Ja, ja, ja. Ja, war eine ziemliche Sauerei, das. Ein Stück vom Gehirn hat noch an so einen Knochen gehangen. Das sieht man nicht oft. War er tot, als Sie ankam? Oh, so gut wie. Hat er noch irgendwas gesagt? Nee. Der Mensch hat 7 Liter Blut. Wenn Sie ihn 3 oder 4 Liter abzwacken, dann ist Schicht.
Auf dem Weg ins Krankenhaus ist er gestorben. Ja, und sonst irgendwas, was nicht zu Selbstmord passt? Nee. Wissen Sie noch, wo er gelegen hat? Ja, so halb auf dem Sofa. Also ein gestreiftet. War nicht mehr viel übrig von der Streifen, war ziemlich rot. Hm. Wo lag das Gewehr? Ein Stück weg. Ah. Eigentlich komisch, ne? War sonst noch jemand da? Die Frau. Also seine Frau. Und Mann. So ein Junge. Vom Personal? Nee, bestimmt nicht. Ich schätze mal, das war ihr Geliebter. Groß, so ein Typ, auf den die Frauen stehen. War ja auch ein heißer Ofen, die Dame des Hauses. Naja, vor 16 Jahren eben. Herr Ibken, sind Sie eigentlich damals von der Polizei befragt worden? Nee. Kaum bin ich ein paar Tage weg, geht hier alles drunter und drüber. Wilma, wir haben die Sache im Griff. Hillerich hat dafür gesorgt, dass die Bodenkontrollen gestoppt werden. Demonstriert wird trotzdem. Es wird immer irgendwo gegen irgendwas demonstriert. Davor müssen wir keine Angst haben. Hermann macht wieder Schwierigkeiten. Hat einen Privatdetektiv beauftragt, der bei uns rumschnüffelt. Wen? Weiß ich nicht. Meine Tochter hat mir davon erzählt. Warum kann man Hermann nicht endlich in eine Gummizelle sperren? Vergiss nicht, der ist mein Schwager. Ja. Wenn du weißt, wie der Schnüffler heißt, ruf mich an. Ich werde mich drum kümmern. So, ihr macht jetzt die drei Affen, ja? Nicht sehen, nicht hören, nicht sagen. Wir wollen die Ergebnisse! 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 Unterschreiben Sie? Worum geht's denn? Ja, wir müssen ja mal Druck ausüben. Die haben jetzt Bodenproben entnommen, aber es passiert einfach nichts. Bodenproben? Ist das hier die Pobrat-Siedlung? Die was? Die Pobrat-Siedlung? Weiß nicht. Naja, viel Erfolg! Guten Tag, mein Name ist Wilsberg. Ich hätte gerne Frau Pobrat gesprochen. Junior oder Senior? Senior. Georg Wilsberg. Sie wollen mich also als Mörderin überführen. Sind Sie eine? Nein. Aber die Antwort haben Sie wohl erwartet. Meine Tochter scheint Sie zu mögen. Sie hat im Allgemeinen ein sehr gutes Gespür für Menschen. Andererseits haben Sie im Gefängnis gesessen. Sie sind sehr gut informiert. Was haben Sie denn angestellt? Ich habe Informationen über Wertpapiergeschäfte genutzt. Dafür kommt man nicht ins Gefängnis. Wenn einen die Polizei nicht leiden kann und Verdunklungsgefahr konstruiert, dann schon. Was hat die Polizei gegen Sie? Ich habe gesehen, wie ein Polizist einen harmlosen Demonstranten krankenhausreif geschlagen hat. Und habe ihn angezeigt. Rührend? Ist Ihnen nicht gut bekommen? Sie kennen den Polizisten. Merschmann. Man sagt, Sie hätten... Sie kennen ihn näher? Wer sagt das? Mein verrückter Schwager?
Frau Pobrat, ich würde gerne das Zimmer sehen, wo es geschehen ist. Bitte. Wir haben diesen Trakt stillgelegt. Das Haus ist sowieso zu groß. Und ich wollte nicht, dass die Kinder... Katharina war damals erst 3. Ich wollte sie nicht mit dem Selbstmord des Vaters belasten. Wo war Uwe eigentlich? Uwe? Gott sei Dank nicht hier. Der hatte ein Konzert in London. Spielen gehört. Ja. Uwe hat eine große Zukunft vor sich. London war nicht sein einziges Auslandskonzert. Er hat auch in Amsterdam gespielt. Das ist ja eine richtige Hauskapelle. Warum hat er aufgehört? Eine unglückliche Liebe hat ihn aus der Bahn geworfen. Uwe ist sehr sensibel. Hören Sie, ich bin nicht gerne in diesem Raum. Ist das das Sofa, wo Ihr Gatte... Es reicht. Es reicht, Herr Wiesberg, bitte. Kommissar Merschmann, bitte. Katharina! Jetzt ist mal Schluss mit den unangenehmen Dingen. Ich sehe, du bist wieder auf den Beinen. Ja. Sind deine Ärzte zufrieden mit dir? Äußerst zufrieden. Die Rechnungen sind hoch. Komm, schau dir meine Porterhose an. Und was die andere Sache angeht, mach dir keine Sorgen. Merschmann und ich, wir haben das im Griff. Offen! Morgenstund hat Gold im Mund. Mein Gott. Ich hab dir was mitgebracht. Wie sieht's aus? Schissen. Feierliche Grundsteinlegung. Genau eine Woche vor dem Mord. Bauherr Karl Pobrat, nebst Gattin und Baudezernent Kurt Hillerich. Na? Wer ist das denn?
Entschuldigen Sie, kennen Sie den Mann hier? Austauschen vom Nulltarif, läuft nicht. War mal der kommende Mann in der Firma. Hat er auch einen Namen, der Mann? Bruno Stein. Wo finde ich den? Keine Ahnung, der ist schon lange nicht mehr hier. Fahren Sie mal vor Weltkamp, Personalbüro. Frau Weltkamp? Die ist in Urlaub. So ein Pech. Ich bin auf der Suche nach einem alten Freund von mir, hat vor 16 Jahren hier gearbeitet. Aber so lange sind Sie sicher noch nicht hier. Sehe ich so aus? Vorbereitung hoch und tief, Personalbüro. Herr Meier, ja, für Sie doch immer. Moment, ich guck mal nach. Alles da. Ja. Holen Sie sie selber ab? Ja, schön. Gut. Bis dann. Wissen Sie, ich bin ein paar Jahre um die Welt gesegelt und jetzt würde ich meinen alten Kumpel Bruno gerne wiedersehen. Könnten Sie nicht eine klitzekleine Ausnahme machen und mal einen Blick in die Personalakte? Nein, tut mir leid, aber das darf ich nicht. Naja, ich verstehe es schon, aber... Ja, fragen Sie die Chefin. Wenn die ihr okay gibt, dann helfe ich Ihnen gern. Entweder ich schlag dich bewusstlos oder du wartest 5 Minuten, ehe du Alarm schlägst. Was willst du? Was? Bald losliegen. Wenn du mich bescheißt, komm ich zurück und mach dich fertig. Wie hat er ausgesehen? Schrecklich. Einfach schrecklich. Groß oder klein? Dick oder dünn? Mittel. 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 Ja. Was hat er für Schuhe angehabt? Schuhe? Ja. Turnschuhe, Stiefel, Sandalen, irgendwas Auffälliges. Wo stand er, als Sie reingekommen sind? Der war plötzlich über mir. Und er muss da irgendwo hergekommen sein. Von da oder von da. Entschuldigen Sie, aber da fällt mir gerade was ein. Also ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber gestern, da war jemand hier, der hat genau da rumgeschnüfft. Der wollte eine Auskunft über eine Akte haben. Danke. Bitte. Was für eine Akte? Er hat einen Freund gesucht, der mal hier gearbeitet hat. Das ist ewig her, so vor 16 Jahren. Name? Ja, weiß ich nicht mehr. Ich darf ja sowieso nichts rausgeben. Wie sah der Mann aus? Eher klein. Sympathisch. Knopfaugen. Marmutze. Ja, genau. Wir werden Sie in den nächsten Tagen ins Präsidium bitten, die Fotokarte mit uns durchzuführen. Ach, Bruno. Bruno, er hat nach einem Bruno gesucht. Sehr schön. Danke. Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, rufen Sie mich bitte an. Mich persönlich. Peters. Ja, hier ist nochmal Wilsberg. Ist Herr Stein aus seiner Sitzung zurück? Danke. Herr Stein, es geht nicht darum, dass... Ich unterstelle Ihnen überhaupt nichts. Herr Stein, es ist bekannt, dass Sie mit der Frau des Ermordeten, sagen wir mal, gut bekannt waren. Herr Stein, es gibt eine Zeugenaussage, nach der Sie in der fraglichen Nacht im Hause Pobrat waren. Sie wollen doch sicher nicht, dass ich bei Ihnen zu Hause aufkreuze. Oder in Ihrer Firma. Also. Gut, bis morgen um 4.
Tag, Herr Hillerich. Kennen wir uns? Wilsberg, Georg Wilsberg. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich? Moment, leider ungünstig. Ein Hengst, der ist gerade aus Amerika angekommen. Sie verstehen, da muss ich mich kümmern, wenn Sie sich kurz fassen könnten. Es geht um den Fall Pobrat. Was für ein Fall Pobrat? Den Mordfall Pobrat. Das ist doch nicht der Ernst. Wie lange ist das jetzt her? Außerdem, wie kommen Sie überhaupt darauf, dass es ein Mordfall ist, Herr... Wilsberg. Verstehen Sie was von Pferden, Herr Wilsberg? Diese großen Tiere mit den vier Beinen? Ich versuche gerade, Quarterhouse mit hiesigem Vollblut zu kolten. Ein Experiment. Quarterhouse sind kräftige Akrobaten, robust, widerstandsfähig. Und das gepaart mit europäischer Eleganz, nun ja, das könnte... Wie gesagt, ein Experiment. Sie waren mit Karl Pobrat befreundet? Ja. Das gehört zu den betrüblichen Dingen im Leben. Wir sind nicht immer in der Lage, einem Freund zu helfen. Karl hatte Depressionen. Er hatte Depressionen? Eine gewisse Veranlagung liegt leider in der Familie. Vielleicht kennen Sie seinen Bruder. So, jetzt muss ich Sie bitten, hier zu bleiben. Pferde sind sensible Tiere. Auch das robuste Quarterhorse mag keine Detektive, nicht wahr? Entweder Sie können gut zuhören oder Sie verstehen wirklich was von Pferden, Herr Wilsberg. Haben Sie Grundstücksgeschäfte mit Karl Pobrat getätigt? Ich bin Baudezernent. Geschäfte tätigt der Kämmerer. Ich sagte, total verseucht. Schwermetalle, Dioxine, zwei Bier. Was du willst. Ein Wunder, dass nicht noch mehr Kinder krank sind. Und jetzt kommt die Härte. Wir dürfen die Ergebnisse nicht veröffentlichen. Oder hältst du dich dran? Kannst du auch so machen. Kann ich eben nicht. Warum nicht? Weil ich die Ergebnisse nicht hab. Du hast doch gerade gesagt, ich kenne sie, aber ich hab sie nicht. Ein Freund von mir arbeitet im Labor, der hat mich gleich angerufen. Wenn ich das Zeug abholen will, ist es schon weg. Unter Verschluss. Chefsache. Was meinst du, wer dahinter steckt? Hillerich, 100 Pro. Manni, wann ist die Siedlung gebaut worden? Vor 15 Jahren. Wieso? Der Mord war vor 16 Jahren. Du und deine Mordgeschichte, die keine ist. Als wenn es nichts Wichtigeres gibt. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Mich interessiert kein Zusammenhang, mich interessiert, wie an die Ergebnisse rankommen soll. Kleiner Einbruch gefällig? Sehr witzig. Was meinst du, wie ich an die Adresse von Bruno Stein gekommen bin? Du hast meine Verkleidung nicht gesehen. Bärschmann ist nicht da, das haben wir im Müllcontainer gefunden. Kann ich das hier lassen? Ja, ja, ich geb's hinter. Kurt hat ein neues Pferd für mich. Wenn ich zu spät komme, dann... Onkel Kurt? Kurt Hillary? Ja, ist nicht mein richtiger Onkel. Jedenfalls, er hasst Unpünktlichkeiten. Dann regt er sich wieder auf. Ist nicht gut für ihn. Dann müssen Sie wohl, ne? Reiten Sie auch? Bitte? Ob Sie auch reiten? Drahtesel. Ich war wohl beim letzten Mal nicht besonders nett zu Ihnen. Das bin ich gewohnt. Ist das wahr? Ich gehe den Leuten mit blöden Fragen auf die Nerven. Ermitteln Sie immer noch wegen meines Vaters? Ich bin noch keinen Schritt weiter. Ihr Onkel zahlt. Es kann also noch eine Weile dauern. Oder Sie finden den Mörder schon vorher. Glauben Sie denn, dass es einen gibt? Nein. Ich meine, wenn es einen gibt und wenn Sie ihn finden, dann... Dann habe ich meinen Job erledigt und kann mir endlich ein paar neue Socken leisten. Haben Sie meine Karte gefunden? Ja. Haben Sie sie weggeschmissen? Nein. Was für eine Frau ist Wilma Pobrat? Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Wie war sie damals? Sie war außergewöhnlich. Eine Frau, die sich genommen hat, was sie wollte. Ich war damals sehr jung. Warum sind Sie weg aus Münster? Ich hatte ein gutes Angebot. Sie waren Assistent der Geschäftsführung. Das ist doch was für einen 28-Jährigen.
Ich wollte weiterkommen. Sie galten als der kommende Mann der Firma. Nach Pobrats Tod und mit Ihren Beziehungen zu Wilma könnten die Perspektiven noch gar nicht besser sein. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Angebot. Noch besser? Kommen Sie, Stein. Warum sind Sie aus Münster getürmt? Glauben Sie, ich habe Pobrat umgebracht? Ich bin sicher, dass Sie mehr wissen, als Sie im Moment sagen. Hier, nehmen Sie. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Wilma wollte, dass ich Sie fotografiere. Für den Fall einer späteren Scheidung. Haben Sie die Fotos der Polizei gezeigt? Nein. Sie waren am Mordabend im Haus. Hören Sie, ich glaube nicht an den Mord. Es war Selbstmord. Ich meine, die Polizei hat das untersucht. Was ist an dem Abend passiert? Ich habe mich später gefragt, ob sie es darauf angelegt hat, dass er uns erwischt. Ich dachte, es gibt ja einen besonderen Kick in seinem Zimmer, auf seinem Schreibtisch. Was dann passiert ist, habe ich aus der Zeitung erfahren. Sie lügen, Herr Stein. Es gibt eine Zeugenaussage. Ein Mann ist am Tatort gesehen worden, und zwar nach dem Mord. Wenn Sie es nicht waren, wer dann? Was wollen Sie schon wieder, mitten in der Nacht? Meine Kinder sind nicht da. Und ich wollte gerade in die Stadt fahren. Ich könnte Sie in die Stadt fahren. Nein, dann nehme ich doch lieber meinen Wagen. Ja, mit Ihrem Jaguar könnte ich nicht konkurrieren, aber wir könnten uns über Bruno Stein unterhalten. Über Bruno Stein und die Fotos, die er von Ihnen gemacht hat. Preis. Im Leben ist nichts umsonst. Sie sind nicht die Frau, die sich das jahrelang gefallen lässt. Sagen Sie es doch direkt. Sie glauben, ich habe meinen Mann umgebracht. Jedenfalls war sein Tod eine Erlösung für Sie. Außerdem hat er Ihnen das Geld hinterlassen, die Firma. Ach, was beweist denn das? Warum hat Bruno Stein nach dem Tod Ihres Mannes die Stadt so plötzlich verlassen? Er dachte dasselbe wie Sie. Er hielt mich für die Mörderin. Das hätte mich noch nicht mal gestört. Ich wusste ja, dass ich es nicht war. Nur danach konnte er nicht mehr. Er konnte nicht mehr. Das kann doch kein so großer Verlust für Sie gewesen sein. Wir sind geschmacklos. Karls Tod hat uns beide tief getroffen. Trotz allem. Ich muss mit dir reden. Schubert, der Tod und das Mädchen. Uwe.
Wo sind die Fotos? Bei mir. Dann fahren wir zu Ihnen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wieso ist die Demonstration genehmigt? Nichts. Heiße Luft. Keine Daten, keine Beweise. Wo kommen Sie jetzt her? Ich denke nicht dran. Ich schicke doch keine Leute, um diesen Ökospinnern den Rücken freizuhalten. Ist mir scheißegal, ob das genehmigt ist. Weber, Sie haben sich abzumelden, wenn Sie Ihren Platz verlassen. Lass mal der Oberkreuzer. Deswegen muss ich noch mal weg. So eine Dienstzeiten hätte ich auch mal gerne. Dafür kann ich keine Überstunden abrechnen. Nimm doch den so lange. Was sind denn das für Fotos? Sagt dir der Name Bruno Stein etwas? Nö. Wilma Pobratz, damaliger Liebhaber. War im Haus, als es passiert ist. Kommt nicht in der Akte vor. Das ist Wilma Pobratz? Hat er sie so zugerichtet? Nee. Das war Karl Pobratz, ihr Ehemann. Kommt auch nicht in deine Akte vor, ne? Ich habe mir das alles genau angesehen. Es war Selbstmord. Es gibt sogar einen Abschiedsbrief. Von Merschmann manipuliert. Geht das wieder los? Georg, er hat dich nicht besonders fein behandelt. Ja, gut, aber gegen Merschmann kannst du nur verlieren. Lass die Finger davon. Weißt du, was mich am meisten stutzig macht? Dass mir alle raten, ich soll die Finger davon lassen. Eingeräumt ins Programm Nummer 163. Lafayette, von Daniel. Und so hast du es gewusst, ja? Ich habe wirklich nicht das geringste. Wenn du mir. Du hast es die ganze Zeit gebusst und eiskalt weitergebracht. Ich hätte ja richtig Temperament, eine Kleine. Sie ist nicht mal eine Kleine. Eine andere Zeit. Man hat die Dinge nicht so ernst genommen. Was hätte ich denn deiner Meinung nach tun sollen? Bart ist tot. Hat er damit zu tun? Was soll diese Frage? Hat er damit zu tun? Und? Und was wollte Wilsberg gestern Abend? Woher weißt du? Ich habe euch gesehen. Katharina, bitte nicht jetzt. Jetzt erstmal das Turnier. Hallo, ihr beiden. Willkommen beim Turnier. Steckt euch euer Scheiß-Turnier doch sonst wohin. Hinterwarteprogramm Nummer 165. Lasando. Manni, wärst du mir sehr böse, wenn ich... Ich sag dir dann, wer gewonnen hat. Ich will nicht, dass auch noch der Rest meiner Familie auseinandergetrieben wird. Wilma, bitte. Hast du Merschmann gesehen? Ich schätze, er ist mit seiner Winterliebe beschäftigt. Es gibt im Moment wirklich wichtigere Dinge als Pferde. Ach, guten Tag, Herr Hellrich. Wo ist das da? Danke. Wer war das? Komm, Wilma. Wir gehen jetzt für die Programm Nummer 165, 7,1 und Abzug. Hallo? Wo kommen Sie denn her? Ich habe Sie gesehen und da dachte ich, Sind Sie sauer auf mich? Habe ich Grund? Naja, ich ermittle gegen Ihre Familie. Schöne Familie. Alkoholiker, selbstverdammte Kloppte. Sie haben mit Ihrer Mutter gestritten. Worüber? Dass Sie auch auf meine Mutter reinfallen. Bitte? Tun Sie doch nicht so. Sie haben doch gesehen, Ihre zärtliche Verabschiedung. Sie glauben doch nicht etwa, ich... Ich kenne meine Mutter.
Aber Sie kennen mich nicht. Haben Sie meine Mutter einen Verdacht? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ist Ihnen kalt? Was ist denn los? Lassen Sie mich in Ruhe! Erschreckt. Uwe, du nervst. Hört dir das nicht langweilig? Immer streifen. Hast wieder getrunken, ne? Mensch, bist du verrückt? Das ist meine Semesterarbeit. Mensch, hau ab! Jetzt guck mich nicht so an. Eigentlich. Hast du damals von Vaters Tod erfahren? Telegramm. Du weißt doch, dass ich in London war beim Konzert. Hast du Vater noch gesehen, bevor er beerdigt wurde? Hä? Noch gesehen hast, bevor er beerdigt wurde? Weiß ich nicht mehr. Du musst doch wissen, ob du noch gesehen hast. Was soll denn das? Hat dir dieser Detektiv den Kopf verdreht? Spinnst. Na und? Sie haben das also gewusst? Sie hat es verdient. Also, Herr Pograt, so geht das nicht. Ich reiß mir die Beine aus, wühle im Müll von 16 Jahren, nur um Dinge rauszufinden, die sie mir längst hätten sagen können. Also nach allem, was ich bisher ermittelt habe, glaube ich nicht, dass ihre Schwägerin Karl Pograt umgebracht hat. Sie ist zwar kein Engel, aber auch keine Mörderin. Und außerdem habe ich überhaupt keine Lust, der Erfüllungsgehilfe ihrer Rachegelüste zu sein. Schwestern also. Abrechnung folgt. Winterliebe 130.000 Mark. Blackstar 110.000. Und Azzurro 80.000. Weißt du, wem die gehören? Merschmann. Was? Alle Merschmann. Kannst du mir sagen, wie ein Polizist sich solche Pferde leisten kann? Noch nicht. Brindöpke. Brindöpke? Brindöpke. Sitzt im Katasteramt. Sammelt Sonderstempel aus der Nazi-Zeit. Was soll das jetzt? Für ein paar Exemplare hiervon wird der gute alte Brindöpke gerne ein paar Informationen rausrücken. Wofür Briefmarken manchmal gut sind. Na, so geht das nicht. Entweder Warum? Sie reichen an oder ja. Sie fummeln dazwischen. Ja. So, das andere. Dann machen Sie das aber mit Ruhe. Manni! Ich küsse das mit den Fingern.
Ich weiß jetzt, von wem Pobrat dieses Giftgelände gekauft hat. Hallo. Von einer Frau Fahrendorf. Na und? Fahrendorf ist der Mädchenname der verstorbenen Frau Hillerich. Ernst, hilfst du mal eben? Was sagst du da? Diese Frau Fahrendorf hat das Grundstück nur 2 Wochen lang in Besitz gehabt, bevor es am Pobrat ging. Ja. Und jetzt kommt der Knaller. Angeblich ist das Gelände auf Altlasten hin untersucht worden. Aha. Ergebnis null. Was? Das ist doch völlig... Manni, kannst du dir vorstellen, rein theoretisch, dass hier im Boden Stoffe sind, die man vor 16 Jahren noch nicht nachweisen konnte? Nee. Hillerich hat seinen guten alten Freund Karl gelingt. Wenn nicht noch mehr. Ah, die ist sie untersucht. Hast du ein bisschen Zeit? Willst du mir nicht endlich verraten, wo wir hinfahren? Ich habe so eine Ahnung, wo ich Beweise finden kann. Und wo? Von Grote Straße 11. Wer wohnt in der Von Grote Straße 11? Merschmann. Och nee. Moment mal. Ich will's ja nicht da einbrechen, oder? Rechts. Sag mal, am helllichten Tag beim Polizisten? Hier rechts. Ja, ja, ja. Ich muss rausfinden, was Merschmann gegen Hillerich in der Hand hat. Wenn was ist, 2-mal Hut. Ja. Merschmann fährt einen gelben Mercedes. Ja. Fahr ein Stück weiter und warte da. Ja. Too big. I really hate you because your feet's too big.
Your feet. Your feet's too big. Katholische Männerbadeanstalt. Ja, sollte gerade ein bisschen gemütlich werden bei dir. Hast du was dagegen, wenn ich mir dein Rennrad borge? Okay, ja, weiß ich. Ich will diesen Wilsberg, und zwar heute. Präsidium, Klein. Wer? Ich glaube, da will uns einer verarschen. Ein Albert von Droste-Hülshoff. Ach, der? Ist ein V-Mann, Deckname. Gib mal her. Weber? Ja, ich bin's. Ja. Pass mal auf, wir müssen uns treffen. Wir haben eine Großfahndung laufen. Unser Chef ist ein bisschen nervös. Wenn Sie einen kleinen Mann sehen, Mitte 30, Mao-Mützchen. Ja, keine Sorge, du wirst mich kaum wiedererkennen. Ja, okay, also, in einer Stunde beim Pinguin. Ja, ich erinnere mich. Sie waren bei mir, als die Quarterhaus angekommen sind. Was soll denn das? Meine Frau ist vor Jahren gestorben, Herr Wilsberg. Was ist denn das für eine Frage? Mit Herrn Merschmann verbindet mich eine alte Freundschaft. Freundschaft? Für mich sieht das nach Erpressung aus. Ich habe einen Brief, der bis vor kurzem im Besitz Ihres sogenannten Freundes war. Ein Drohbrief von Karl Pobrat an Sie, Herr Hillerich. Eine Woche vor seinem Tod geschrieben. Es geht da um ein Altlastengrundstück, das Ihre Frau auf Ihren Mädchennamen... Sie erinnern sich? Soll ich Ihnen was sagen? Sie haben Karl Pobrat umgebracht. Was wollen Sie? Die Wahrheit. Sind Sie Idealist? Kommen Sie mal zu mir. Ganz einfach. Karl Pobrat ist beim Ausschachten auf Giftmüll gestoßen und hat Hillerich damit gedroht, ihn hochgehen zu lassen. Ja, und? Ehe ein Mann wie Hillerich seine Position riskiert. Ach, du meinst, er hat Pobrat... Merschmann ist dahinter gekommen, aber anstatt ihn einzubuchten, hat er ihn erpresst. Ach so. Hast du den Brief? Kopie. Trotzdem, Georg. Tut mir leid, aber ich muss dich verhaften. Bist du bescheuert? Du sollst mir helfen, Merschmann. Ich bin Polizist. Du hast deinen Einbruch verübt und fremdes Eigentum entwendet. Georg. Zwing mich nicht, davon Gebrauch zu machen. Hoffentlich bringt dir das wenigstens zur Beförderung ein. Da drüben. Streck die Hände aus. Willst du mir etwa anschillen? Du kennst die Vorschriften. Fluchtgefahr. Oh. Oh. Ah. Bleib stehen, du Idiot! Sind Sie ein Gangster? Da ist der Gangster.
Ein Köder für Sie. Leider nicht geladen. Sie sind sowieso nicht der Typ, der abdrückt. Danke für die Fingerabdrücke. Woher haben Sie gewusst, dass ich hier bin? Von Hillerich. Das kauft Ihnen keiner ab, Herr Schmann. Ich habe kein Motiv, Hillerich umzubringen. Sie sind in seine Wohnung eingebrochen. Er hat Sie überrascht. Und Sie haben die Nerven verloren. Das nimmt Ihnen keiner ab, Herr Schmann. Dann haben Sie versucht, auf mich zu schießen. Aber ich musste Ihnen leider zuvorkommen. Hallo! Stehen bleiben! Waffe weg! Bleib. Schlimm? Schätze, hast du das Leben gerettet oder sowas, ne? Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, wenn du dich nicht wie ein gottverdammter Idiot benommen hättest. Ich kann mich doch nicht von dir verhaften lassen. Aber warum hast du das überhaupt gemacht? Ich wollte dich daran hindern, zu Hillerich zu gehen. Du wusstest Bescheid? Ich war Merschmann auf der Spur, du hattest recht. Die Akte war manipuliert. Außerdem gab es keine Spuren von Rußpartikeln in der Wunde. Das spricht eindeutig gegen Selbstmord. Aber was ich nicht verstehe, warum hat er ihn umgebracht? Man schlachtet keine Kuh, die am Milch gibt. Er hat ihn nicht umgebracht. Hillerich war schon tot, als er ankam. Jetzt komm du mir auch noch mit Selbstmord. Diesmal war es einer. Als Hillerich klar wurde, dass er nichts mehr vertuschen konnte, da hat er es vorgezogen. Naja, komm. Da soll ich einsteigen? Miteinander reden. Du, entschuldige, ich rufe dich gleich zurück. Hast du überhaupt Geld? Mach dir keine Sorgen, das hast du mir beigebracht. Sicher richtig in Unkosten gestürzt. Man ist doch froh, dass Merschmann nicht besser getroffen hat. Du weißt, wo alles steht. Nur der guten Ordnung halber. Hillerich, ein Mörder, das übertrifft wirklich alles. Ich habe ja schon immer gewusst, dass er ein Schwein ist, aber dass er so weit geht. Bäh. Naja, das hat sich ja erledigt. Aber die Geschichte mit dem verseuchten Baugelände für die Pobrat, für die wir das noch ein Nachspiel haben. Dein Merschmann ist auch weg vom Fenster. Hast du Eis? Bist du schwerhörig oder was? Was? Ob du Eis hast? Ist dir nicht gut? Hey! Mir sagt ja keiner was. Wo wollen Sie denn hin? Herr Pobrat, ich glaube wirklich nicht, dass ich Ihnen sagen muss, wohin ich gehe. Unser Fall ist abgeschlossen. Deswegen bin ich ja hier. Sie haben gute Arbeit geleistet. Ich wollte mich bedanken. Ich wollte Ihnen Ihr Geld geben. Ja, ja, vielen Dank. Aber ich bin sehr in Eile, Herr Pobrat. Vielen Dank. Aber...
Ich dachte, Sie wollten mit mir reden. Ich dachte, Sie hätten vielleicht noch was zu sagen. Was wollen Sie denn hören? Die Wahrheit, Frau Poprad. Endlich die Wahrheit. Uwes Konzert war eine Matinee. Ich habe das Programmheft gefunden. Und die Notiz seiner Flugnummer. Er ist schon am Nachmittag nach Hause geflogen. Wie ist das passiert? Die Vorgeschichte mit Bruno Stein kennen Sie. Karl war an diesem Abend. Es war so schlimm wie noch nie. Lass! Grüß mich! Lass mich! Karl! Lass mich! Karl, hör auf! Küss mich, du kannst doch so gut küssen! Karl! Wo bin ich? Das war meine Schuld. Das war alles meine Schuld. Uwe war so jung. Und er war so begabt. Ich wollte ihm seine Zukunft nicht kaputt machen. Ich habe alles falsch gemacht. Wenn ich sehe, was aus ihm geworden ist. Diese Lüge. 16 Jahre, diese Lüge. Und Merschmann? Haben Sie ihn bezahlt? Merschmann. Merschmann war eine Jugendliebe von mir. Wir kommen aus demselben gottverlassenen, beschissenen Kaff. Wir wollten raus aus der Armut. Raus aus diesem Mief. Da wurde ich auch noch schwanger. Aber wir haben jemanden gefunden, der... Nur danach war es zu Ende. Wir haben uns nicht mehr wiedergesehen, bis... Ja, bis wir beide Karriere gemacht hatten. Jeder auf seine Weise. Können Sie wieder fahren? Zu Ihrem Auto. Komisch. 16 Jahre habe ich alles versucht, die Sache zu vertuschen. Jetzt bin ich fast erleichtert. Was werden Sie jetzt tun? Für mich ist die Sache erledigt. Die Polizei ist zufrieden, mein Auftraggeber ist zufrieden, der Staatsanwalt hat auch kein Interesse mehr. Totschlag im Affekt beim Jugendlichen, das ist längst verjährt. Und wie Sie mit Ihrem Sohn klarkommen, Frau Poprad, das geht mich nichts an. Katharina! Hallo? Ich habe Ihren Wagen gesehen. Sie gehen weg? Spionieren Sie mir immer noch nach? Okay, okay, ich verstehe. Einmal Detektiv, immer Detektiv. Ich lasse Sie in Ruhe, Madame. So habe ich das nicht gemeint. Es tut mir leid, okay? Scheiße! Sie wissen es? Keine Angst, der Fall ist für mich abgeschlossen, aus, vorbei. Das habe ich auch Ihrer Mutter gesagt. Ich habe schon lange geahnt.
einmal Träume gehabt. Es war kein Traum. Ich habe mit Uwe geredet. Ja. Ist ja gut. Diese Streifen. Ich schmeiß es weg.